Deutscher Meister, bin ich der VfL. 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 Diese These hätte nach 3 Minuten untermauert werden können, wenn Schiedsrichter Vöckler das Foul von Kempe gegen Buckmeier geahndet hätte, doch der Unparteiische hatte sich noch nicht warm gepfiffen. Der Elfmeter blieb aus. Selbst Thomas Kempe zeigte sich verwundert. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, dass der Ball kommt lang und ich grätsch rein und fällt über meine Füße drüber. Hätte natürlich auch vielleicht Elfmeter pfeifen können. Na, das vielleicht streichen wir, glaube ich, ne? Ja, okay. Okay, 20 Minuten lang war Wattenscheid deutlich überlegen. Bochums Eingemeindete mit neuem Freiheitsdrang. Freiheit für Wattenscheid! Freiheit für Wattenscheid! Freiheit für Wattenscheid! Der VfL versteckte sich im eigenen Stadion bis zur 20. Minute, als Legat flankte, Kohn köpfte und Aldager schimpfte. Bochum 1 führte gegen Bochum 6 mit 1:0. Thorsten Legat wird nicht von Neuhaus angegriffen und Kohn nicht gedeckt. Zwei böse Patzer, die urplötzlich den VfL aus dem Dornröschenschlaf lassen. Vor allem brandgefährlich der neue Ruhrpott-Flankengott, Thorsten Legat. Mit dem Außenriss angeschnitten, hier Kohn wieder frei und Eilenberger wieder schimpfend. Es war ein tolles Ortsderby, mitunter wurden jedoch Kampf und Einsatz übertrieben, wie der Mann am Boden, Andreas Ritter, leidvoll bestätigt. Sie lagen in der 35. Minute auch am Boden. Was war da passiert? Ja, ich bin beim Neuhaus rangegangen und der hat mir einen Schlag in der Genitalien verpasst. Absichtlich? Absichtlich, ja. Was haben Sie dann gemacht? Sind Sie zu ihm hingegangen, haben gesagt, was soll das? Ich habe ihn näher gefragt, ob er das nötig hätte, hat er nur gelacht. Ein klarer Fall für die Sittenpolizei. Zweite Halbzeit. Eine Situation, in der Frank Heinemann von Schiedsrichter Vöckler die zweite gelbe, sprich rote Karte bekam. Frank Heinemann, war diese rote Karte berechtigt? Die war sehr hart, weil ich habe wirklich die Absicht, den Ball zu spielen und nicht den Gegner zu treffen. Der Ball ist frei, er wartet ja auf den Ball, er geht ja nicht entgegen. Und da habe ich die Chance gesehen, halt vorher am Ball zu kommen. Und ich treffe auch den Ball und nachher, okay, ich berühre ihn auch, aber der Absicht ist ganz klar, den Ball zu spielen. Heinemann hat meiner Meinung nach recht, er trifft zuerst den Ball und dann den Gegner. Und bei der gelben Karte, da hatten Sie auch schon stark und heftig protestiert. Ich meine, okay, nachher wird keiner was sagen, interessiert keinen die gelbe Karte. Nur bei der gelben Karte berühre ich ihn überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Körperkontakt und kriege eine gelbe Karte. Und auch hier hat er recht. Uwe Neuhaus setzt zu einem Luftsprung an. Neuhaus war derjenige Lümmel, der Ritter unsittlich berührt hatte. Sie wissen schon, der Greifer. Der Platzverweis stärkte nicht Wattenscheid, sondern Bochum. Klub Nil, 7 Minuten nach der roten Karte, abgefälscht von wem? Vom Wattenscheider Genitalien-Grabscher Uwe Neuhaus. Komm, Peter! Peter, komm! Komm! Peter kam und wie er kam. Pass von Nehl und da war er, der 18-jährige Pfiffikus. PP, Peter Peschel. Und 60 Sekunden später wetzte Rehacek am rechten Flügel entlang. Und man sieht in der Mitte Peter Peschel. Peter Peschel, es gibt ja ein Lied, das heißt, deutscher Meister wird nie der VfL. Könnten Sie sich vorstellen, da mal mitzusingen? Das glaube ich nicht. Vielleicht schaffen wir das mal in ein paar Jahren. Warum nicht? Zunächst in die erste Fußball-Bundesliga. Morgen, heilig.